Word, Buchstaben und Wörter löschen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich habe gesehen, ich habe hier einen Rechtschreibfehler getippt und ich erkenne das auch an dieser roten Wellenlinie unter dem Wort. Ich weiß aber nicht genau, wie man das Wort schreibt. Man könnte einen Rechtsklick direkt auf das Wort machen. Es erscheint das Wörterbuch von Word und ich könnte nun jenes Wort auswählen, das richtig geschrieben ist. Klick darauf und es wäre korrigiert. Das will ich jetzt aber nicht so machen. Ich stelle den Cursor gerade hinter den Buchstaben T, nehme die Backspace-Taste, drücke einmal die Backspace-Taste, denn diese Taste löscht nach links. Also dann ist das T weg. Einmal. Wenn ich diese Backspace-Taste wieder drücke, ist natürlich das nächste N weg und so weiter. Und wenn ich auf der Backspace-Taste stehen bleibe, dann fegt es gerade zu viel weg. Ich mache das wieder retour. Ich mache eine andere Variante. Ich stelle den Cursor vor den Buchstaben T und lösche nun alles, was rechts des Cursors steht. Das geht mit der Delete-Taste. Die befindet sich auf jeder Tastatur ein bisschen an einem anderen Ort. Ich drücke die Delete-Taste und jetzt ist das T weg. Ich drücke wieder die Delete-Taste und das E ist verschwunden. Also alles rechts davon wird gelöscht. Und jetzt nochmals, dann ist das N weg. Was passiert, wenn ich jetzt nochmals drücke? Dann flutscht das Wort hier, das Weiterschreiben, nach oben, denn rechts des Cursors gibt es ja gar nichts mehr zu fressen, also frisst es die nächste untere Zeile und zieht die nach oben. Ich mache das nun einmal, Delete, flutsch und es ist nach oben gerutscht. Natürlich flutscht auch der Text hier unten eine Zeile nach oben, alles flutscht nach oben. Wenn das Wort Weiterschreiben wieder nach unten gehen soll, dann stelle ich den Cursor vor dieses Wort, drücke die Enter-Taste, die Zeilenschaltung und das hüpft wieder nach unten. Wenn ich ein ganzes Wort löschen will, dann kann ich einen Doppelklick auf ein Wort machen und nun Delete oder Backspace drücken, dann ist das Wort weg. Das war's.